Stefan Kießling hat sein Comeback in der Kreisliga gegeben. Der ehemalige Nationalstürmer von Bayer Leverkusen lief am Sonntag für den FC Schelkingenhausen auf, bei dem Kieslings Trauzeuge als Teammanager agiert. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Es war anstrengender als gedacht, sagte der Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2012-13 der Schwäbischen Zeitung. Das Debüt in der Kreisliga A1 Donau glückte jedoch nicht. Gegen den FC Schelkingen-Alb verlor Kieslings Mannschaft mit 1:5. Ab Oktober, Stefan Kießling wird Assistent der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen. Den ehemaligen Profi holte seine Arthrose im Hüftgelenk ein. Ich hatte leider wieder große Schmerzen. Mit der Hüfte geht's noch nicht mal in der Kreisliga. Ich habe mir damit keinen Gefallen getan, aber den Jungs leider auch nicht, erklärte Kießling der Bild-Zeitung. Er beabsichtigt dennoch, in dieser Saison noch 2-3 Mal für Schelkingenhausen spielen zu wollen. Im Oktober beginnt Kießling mit seiner Tätigkeit als Assistent der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen. Für die Werkself bestritt er 444 Pflichtspiele und erzielte 162 Tore. Punkt. Mehr zu Stefan Kießling und Bayer Leverkusen.